Willkommen zurück zu dem ersten Custom-PC, den ich bauen muss. Okay. Jo. Es geht ja jetzt deutlich angenehmer. CPU ist da, perfekt. Ist der RAM auch da? Wollte ja 60 GB haben. Okay, gut. Wärmeleitpaste natürlich. Prozessorkühlung habe ich scheinbar total vergessen. Das ist natürlich nicht so gut. Ja, ich weiß nicht genau, welches belegt wurde. Okay, perfekt. Das eine Zelle habe ich. Festplatte, wo kommt die rein? Ah, hier rein. Okay. HDD anschließen. Ja. Kreise anschließen. Platine. Nochmal auf Platine. Ja gut, das ist natürlich jetzt blöd gelaufen. Für 50 Euro darf ich noch was hinzufügen. Ja. Gut. Miete. Ach du meine Güte. Ach ja, ich hatte geschaut und konnte mich nicht entscheiden, welchen in der letzten Folge. Ah oh Mann, wir haben kein Blau. Schade. Ich brauche Ihre Hilfe. Auf 8 Terabyte aufrüsten, also packe ich eigentlich 8 Terabyte rein. Okay. Gut. Festplatte. Hier gibt es nur zu 8 Terabyte, ne? Ne, 4 dann halt. Brauche Reparatur. USB noch am ersetzen. Tutorial für einen von TeamCookView. Bei Ersetzung ist ja auch genau das dann immer drin. 150 für Bronze erstmal. Und Cooler Master, ne? Cooler Master, ja. RAM war weißer 8 GB. Zu viel oder zu viel hier? Also zu 6, ja. Okay. 8 oder 8, gut. Miete kann ich nicht bezahlen, lieber Mieter. Vermieter. Lieber Mieter, ja. Jetzt kommt erstmal der Prozessorkühler rein. Sehr peinlich genug, dass ich den vergessen habe. Oh, mein Magen knurrt. Toll. Ich hoffe, das hört man nicht allzu sehr in der Aufnahme. Tja, kleiner Mr. Sonrik.
immer noch nicht da. Kann ich die noch reinpacken irgendwo? Passt nicht. Ja, gut. Dann. Hat die zu gehen? Unvollständiges Gold ist online. Ach ja, hier neben. Nee. Ach Mann, das muss nur zu. Ja. Gut. Katzchen, bam. Ich bin im Plus wieder. Kassieren, ja, ich weiß, ihr schreibt lieber Spam-Texte als Bewertungstexte. Huiuiui. ADD ersetzen, die kommt bald an. Und PSU ersetzen. Müsste noch klappen in der Folge. Ja, das ach. Oder habe ich ADT? Ach, ich blöd. Sprüche. Jo. Okay, gut. So. Oha, ist das jetzt einfach. Nein. Ja, gut, das nervt, dass man das Kabel dann wieder entfernen muss, hinzufügen muss, aber gut. Egal. Das Leben ist kein Ponyhof. Habe ich gehört. So. Was mir auch ein Rätsel ist, wie man seinen PC verdreckt halten kann. Ich sehe das fast schon als Pflicht an, meinen PC regelmäßig zu säubern. Also gut, es gibt auch Leute, die schaffen das, den PC beim Säubern zu schrotten. Deswegen muss man natürlich auch vorsichtig sein, aber man sollte ja auch nicht unvorsichtig sein.
sieht geflippt aus, aha. Und Katzen, immer die Katzen. So. Und gibt keine Viren. Perfekt, der kann noch ein weg. Kassieren, jo. Kann ich die Miete bezahlen? Ist doch hoffentlich ein schöner Monat. Ja, nicht für mich, wenn ich Miete zahlen muss. Okay. Nächstes Mal werden wir also hier neue PCs machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. In Tims super scharfen Reparaturen und PC Building Simulator. Danke fürs Zuschauen.